Herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir suchen die Mine. Oder den Eingang. Eine unschuldige Frau wurde eingesperrt. Merkwürdig. Auf mich wirkt der Captain nicht wie ein kleinlicher Tyrann. Helen hat recht. Die Wahrheit verbirgt sich irgendwo dort unten. Ich vermute, das ist wieder mal Deborah. Wir laufen gerade so ein bisschen davon weg, aber die Richtung stimmt. Ja, wir haben jetzt hier noch eine Spukermittlung offen. Aber ich halte mich an die Hauptstory. Das muss ich sagen, reicht mir dann nämlich auch. Wenn wir die jetzt noch schön durchspielen. Genau. Wer gerne wissen möchte, was bei diesen Spukermittlungen passiert, der kann das Spiel sehr gerne selber spielen. Ich hoffe nur, dass wir dann auch stark genug sind für das Ende gegebenenfalls. Und wir müssen jetzt hier wieder hin. Na, ja, bereit für die nächste wilde Fahrt? Aber sowas von. Abgesehen von den Umständen ist das doch recht romantisch. Sind Horden wütender Schemen etwa nicht nach deinem Geschmack? Mit dir an meiner Seite sind sie das. Ja, aber grafisch sieht das halt schon echt nett aus, ne? Sehr gut. Ja, wir haben ja auch in den Ecken sind ja. Auf den Wind könnte ich verzichten. Ja, definitiv. Nicht so romantisch, wie du es dir vorgestellt hattest, ne? Vielleicht sollte ich jetzt um deine Hand anhalten. Versuch's ruhig, dann schneide ich das Seil durch. Kann man noch mal sehen, wo wir hochgeklettert sind. Und da wären wir. Nein, ich bin gerade nicht über die Leiche gelaufen. Nein. Das wird hier alles mit Respekt behandelt. Siehst du, dass du da rauskommst? Marcin Land! Genau. Du bist in Schussreichweite, Red. Dann mach's doch besser. So. Macht sie tatsächlich. Sehr gut. Die Aussicht ist wunderschön. Ich wache jeden Morgen neben einer schöneren auf. Wollt ihr mich um den Finger wickeln, werte Dame? Vorsicht, denn euer Plan wird mit Sicherheit aufgehen. Na, was siehst du Schönes? Aussicht. Einfach mal die Aussicht genießen. Was haben wir hier? Diese Überreste verlangen nach einem Ritual und jeder Menge Vorsicht. Ach ja, dann raten wir mal wieder. Zeigt mir eure wahre Gestalt! Ich kann dir helfen. Nochmal schön Bosskampf. Aua. Zack. Zack. Haben wir ein paar übersehen? Ran. Den erstmal weg. Jetzt drück dich doch mal wieder hier. Ich glaube, wir haben einen Nass getroffen. Und ich bin ja ein bisschen begeistert, dass ich noch nicht die falsche Taste gedrückt habe bisher. Ah, jetzt brauche ich gleich, glaube ich, meinen ersten. Ich bin hier, verdammt nochmal. Wow.
Ich dachte, ich block einfach mal, aber... Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Das war jetzt irgendwie nicht so die richtige Idee. Wow. Der haut aber schon rein, ne? Sie bringen noch mehr Freunde mit. Nö, darauf könnte ich jetzt verzichten. Was ist der jetzt? Achte, ein Fähnchen ergreift Besitz. Das kann ich jetzt auch verzichten. Ich kann ihn auch nicht mehr davon abhalten. Sehr gut. Eben noch mal heilen. Sie sehen echt aufgeregt aus. Und jetzt... Nein, nicht auf den... Nein! Was hat auf den Wolf gemacht? Ich hatte mich so gefreut, dass wir das machen können. Mit dem hier. Wow. Darf ich auch mitmachen? Okay, das habe ich mich, hat das Heilen aber wirklich wieder sehr viel gebracht. Zack. Und wir haben es nicht. Ja, der ist da unten. Ich sehe schon, jetzt verliere ich hier gegen den noch am Ende. Das war knapp. Plus 1 auf alle Attribute, nehme ich. Okay. Oh, so viel Aufregung. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Wo? Ich sehe nichts. Ach so. Blockiert. Hoffentlich führt ein anderer Weg hinein. Ah, na toll. Ach, geh doch nach Hause. Haben wir ein paar übersehen? Huch, da ist ja noch einer. Hey, wieder so einer hier. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Okay. Jetzt aber auch nicht so hilfreich. Wir waren ja irgendwo anders stehen geblieben. Irgendwas sollte hier sein, oder war das... Vielleicht unten irgendwas? Sie guckt ja schon so runter. Ja, vielleicht hier irgendwo. Kann man hier... Nee, ne? Das ist einfach schon zu. Naja, und hier können wir dann rüberspringen. Theoretisch. Ich sehe keinen Weg. Nee. War doch eben da. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Eben war das doch noch da. Wieso ist es jetzt weg? Hä? Okay. Nee, jetzt ist es weg. Jetzt müssen wir irgendwie doch irgendwie hinter dieses Tor da kommen.
Felsen gehen kaputt, aber nicht dieses Tor. Oh, dann kommt man nämlich dahin. Kommt man. Müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Nee, oder? Ich verstehe halt nicht, warum jetzt der Übergang halt weg ist. Der ja vorhin noch da war. Oder warum man jetzt nicht einfach von hier rüber kann. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Also wir wurden ja hier runtergelockt. So. Und wenn ich mir das jetzt nicht eingebildet habe, hätten wir eigentlich hier rüberspringen müssen. Irgendwie. Und dann hätte man von da aus nämlich darüber. Ah. Nee. Irgendwo muss es noch einen zweiten geben. Vielleicht blockiert der das auch. Aber eigentlich ja nicht. Der blockiert ja eigentlich nur den Weg da rein. Und von was haben wir denn hier? Eine Seelenscherbe. Joa. Ach. Okay. Der war mir zu unscheinbar. Ja. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Wo ist es? ELB ist doch richtig, ne? So, genau. Aber wo sind die anderen? Da ist halt irgendwas. Da kann man reinschießen und dann war ja. Ja, da oben irgendwo noch einer. War der denn? Da. Okay. Oh, ich, wie gesagt, ne? Ich, sowas mag ich gar nicht. Jetzt alle? Nö, wir haben. Haben wir tatsächlich. Wir haben drei. Hallo. Schnell und treffsicher. Gute Arbeit. Jo. Endlich wieder im Dunkeln. Tabana, ich sehe, habt ihr hergefunden. Sebastian, was macht ihr hier? Das ist eine gute Frage, die wir, der wir uns gleich stellen werden. Auch wenn es nicht einfach sein wird, durch diese düsteren Tunnel zu navigieren, werde ich mein Bestes tun, euch den Weg zu zeigen. Hab Dank. Auf der Suche nach der Quelle für den Zorn von Horden von Untoten hat man doch gern gute Gesellschaft. Ich fürchte, ihr Zorn ist gerechtfertigt. Viel Tragisches ist an diesem Ort geschehen.
Penningtons Taten sind ungeheuerlich. Euer Tod muss eine schmerzende Wunde sein. Ich bin Soldat. Ich werde für meine Dienste bezahlt. Und der Tod gehört dazu. Einer stirbt, damit viele leben können. Ich habe den Kranken und Sterbenden gedient. Als ich an der Reihe war, war ich bereit. Aber jetzt im Vor, das ist kein nobles Opfer. Einer stirbt, damit alle anderen ebenfalls sterben. Erzählt uns ein wenig mehr über Helen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Meine Gemahlin ist eine starke Frau. Und eine ehrliche Haut. Jeder Tag an ihrer Seite ist ein neuer Segen. Sie ist meine Frau und meine beste Freundin. Ich hatte nie mit jemandem wie ihr gerechnet. Als sie in mein Leben trat, wusste ich, dass ich zu Hause war. Dank ihr wollte ich ein besserer Mensch werden. Ah, das Gefühl kenne ich. Sie gab mir ein Taschentuch. Ich hielt es fest, als sie starb. Es war ein Symbol unserer Liebe. Sie war und ist immer in meinen Gedanken. Und sie ist es nach wie vor. Sie ist meine Welt. Jetzt und für immer. Was werden wir dort unten finden? Den Zorn der Verlassenen. Sie haben ihm vertraut. Er hat sie hintergangen. Er hat sie zurückgelassen. Ich bezweifle, dass sich ihr Zorn besänftigen lässt. Wir müssen weiterziehen. Bleibt in der Nähe. Machen wir. Wann immer ihr soweit seid. Oh doch. Auf geht's. Nicht mehr weit, dann werdet ihr gefunden haben, was ihr sucht. Hoffe ich. Schade. Dabei habe ich unseren kleinen Spaziergang doch so genossen. Na, ja, abwarten. Die Wege sind oft steinig. Das haben wir ja schon festgestellt. Wir sind ich fast glaube, da. Von hier aus kommst du nach unten. Ach, also runter ist. Runter kommt man immer. Also, das ist jetzt nicht das Problem. Müssen wir das jetzt mit ihr machen oder können wir einfach irgendwie runterspringen hier? Okay. Da sehe ich gerade irgendwas. Ich kann nicht darüber springen. Ich kann hier nicht rüber. Kann ich hier rüber? Ah, warte. So geht das. Ist alles in Ordnung? Bringen wir es einfach zu Ende. Einfach mal zu Ende bringen. Aber erstmal, das ist halt das, was ich meine. Das ist halt, wenn Spielmechaniken spielerisch Sinn machen, aber halt irgendwie in der Welt überhaupt keinen Sinn machen. Ja, so eine fette Felswand kriegen wir halt weggesprengt, aber so ganz normale Holzzäune, die nicht. So, auf geht's. Pennington hat die Barrikaden wie aus dem Nichts befohlen. Ich hatte kaum Zeit, mich von Helen zu verabschieden. Das muss furchtbar gewesen sein. Ein Soldat muss Opfer erbringen. Aber das ist jetzt noch... Nee, das ist, glaube ich, nicht der Ort, wo wir schon waren. Okay. Wir können das auch einfach zum Abo machen. Ein Luftzug. Aus dem Totenreich. Hier ist jetzt irgendwie nicht so viel.
Yay, Gegner. Also. Manchmal ist der ja voll aufgeladen und manchmal nicht. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt hauen wir hier noch ein bisschen drauf, solange wir noch können. Die Geister dieser Soldaten waren wütend. Auch die Soldaten blieben nicht verschont. Wer nicht von Krankheit oder Durst dahingerafft wurde, der ist aus schierer Verzweiflung gestorben. Was war es bei euch? Verzweiflung. Definitiv. Na, kommt da bald schon wieder ein Lagerfeuer? Ich würde mal sagen, was uns hinter dieser Wand hier erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.